Also zunächst mal, die meisten Nationalspieler ever kommen aus Gelsenkirchen. Also vom ersten Tag der deutschen Fußballnationalmannschaft an. Und ich glaube, da werden so Benedikt Höwedisse aus Haltern und Julian Draxler aus Gladbeck, obwohl das beides nur ein Katzensprung entfernt ist, gar nicht mal mitgerechnet. Während andere Clubs vielleicht noch experimentiert haben oder gedacht haben, naja, wir brauchen das jetzt wegen der Auflagen der DFL, aber wir gucken dann mal, wie wir uns da durchmuscheln, ist hier vom ersten Tag an richtig konkret gearbeitet worden. Dass also die Schule quasi auf dem Gelände des Vereins oder umgekehrt liegt, das kenne ich sonst nur noch aus Brøndby. Die haben, glaube ich, eine neue Schule gebaut gekriegt, wo man aus dem Lehrerzimmer über so einen Tunnel in den VIP-Bereich des Stadions geht. So weit sind wir noch nicht ganz. Ich glaube, Manuel Neuer und Mesut Özil sind Weltstars. Ja, und Benedikt Höwedes spielt auch in der letzten Zeit alle Nasen lang in der Nationalmannschaft. Julian immer öfter. Das sind ja schon mal vier. Wie lange Max Meyer noch braucht, muss man abwarten, aber da erwarten ja auch die Kenner, dass dessen Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Gut, Sebastian Böhne spielt für Polen, Jimmy Matip spielt für Kamerun, Cihat Kolasinac spielt für Bosnien. Sind ja schon ein paar interessante Spieler, die wir da an der Schule hatten. Ja, er ist sozusagen der Rudi Assauer im Kleinen bei der Schule gewesen, was das Projekt Elite-Schule Bergerfeld betrifft. Braucht der Fußball wirklich noch, damit die absolut Großen irgendwo mal auf so einem fruchtbaren Boden gedeihen, so ein bisschen schwierigere soziale Verhältnisse? Manchmal denke ich das, dass da, wo junge Männer kaum eine andere Perspektive haben und ein Fußballtalent mitbringen, sie eher so spüren, das könnte für mich eine Möglichkeit sein. Und wenn dann das Umfeld noch die entsprechende gewachsene, traditionelle Fußballbegeisterung mitbringt, die dann auch wieder viel zu tun hat mit der Nähe zu den vielen anderen Clubs, mit den Rivalitäten, die da dran hängen, dann könnte das vielleicht ein Grund dafür sein.